So. Oh. Interessant. Wir empfangen zwei Signale. Entfernt sich 63 Meter. Na, hier hochklettern wäre kacke, weil dann. Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um Antwort. Wo muss ich denn hin? Ich muss. Gut, der Typ ist hier links. Was? Wo bist du? Ah, sehr geil, eine Karte. Die können wir sehr gut gebrauchen. Da kommen wir so auf uns zu. Ist echt eine scheiß Stelle. Leute, ich bin angespannt. So, hier gäbe es jetzt nämlich einen kleinen Schreckmoment. Aber den will ich umgehen, weil ich will ja nicht entdeckt werden. Ich will ja diese Trophäe holen. Und da liegt hier nämlich einer. Und wenn wir jetzt zu nah an den rangehen, wird er uns angreifen. Er sieht zwar tot aus, ihr kennt das ja, weißes Blut quasi, haben ja die Androiden bei Alien so. Weil in fast jedem Film kommt ja ein Alien vor, ich glaube nur bei Alien. Ein Android vor, ich glaube eigentlich in jedem Teil. Auch bei Prometheus natürlich. Von daher. Aber wie gesagt, normalerweise wenn wir angegriffen werden, das will ich aber vermeiden. Zumal wir auch einfach nicht unnötig Schaden, abgesehen von der Trophäe jetzt, wir müssen auch nicht unnötig Schaden nehmen, das muss einfach nicht sein. Ihr seht ja, wie viele Gegenstände ich sammle. Hier sind nicht so viele. Wo seid ihr denn alle? Ah, ich bin jetzt... Ah, okay, ich bin jetzt im Kreis gelaufen. Ich guck mal kurz auf die Karte, warte mal. Ah, okay. Boah, Leute, das ist echt nervig mit der Karte. Es ist echt nervig. Also ohne... Wenn man überhaupt gar keine Vorkenntnisse jetzt hätte, also ich jetzt in der Stelle jetzt... Boah, das wäre die Hölle, echt. Es wird so schon die Hölle werden, aber so ist es schon... Schon schlimm genug eigentlich, aber ohne zu wissen, wo man hin muss und ohne alles. Das wird richtig heftig werden, Leute. Ich glaube, ich werde das auch nicht schaffen jetzt hier. Von da kamen wir, genau. Ich weiß, ob da einer drin. Weil ihr seht ja, die Räume, die ähneln sich hier auch. Das ist ja die Kacke. Und überhaupt kein Anhalt. Ich meine, klar ist natürlich geil ohne Karte auf eine Art. Das ist wirklich richtiger Survival-Horror dadurch. Aber, also ohne den Geräuschmelder, pff, nee. Gut, wir können auch übrigens unter den Tisch, kriechen. Das werden wir auch nochmal tun im Laufe des Spiels, dessen bin ich mir ziemlich sicher. Aber hier ist nirgendwo ein Android. Normalerweise müssen wir jetzt wirklich noch gucken nach diesen Log-Einträgen, nach den Hundemarken, nach den Nostromo-Logs müssen wir normalerweise auch noch gucken, aber wie gesagt, das habe ich ja zum Glück alles schon. Von daher, wir müssen da vorne hin. Ich muss nur schon mal gucken.
Hier kann ich speichern, sehr gut. Kann ich hier irgendwas noch am Dings ändern? Tja, Zugang und komm. Alarmsystem. Türzugriff, Kamerafeed deaktivieren. Türzugriff, Kamerafeed deaktivieren. Okay. Neuer Plan. EMP. EMP ist dazu da, um Syntheten kurzzeitig auszuschalten. Werdet ihr wahrscheinlich kennen aus Spielen oder Filmen oder was auch immer. Ein EMP legt nämlich, elektromagnetischer Impuls, legt nämlich elektrische Dinge halt lahm. Wo führt denn das hier hin? Ich muss mir wieso erstmal einen Überblick verschaffen, jetzt kurz. Das ist leider nicht zu vermeiden. Wenn ich eine Karte hätte, müsste ich das nicht, aber so muss ich das. Ich habe eh einen Orientierungssinn von so einer Pflaume. Ich weiß nicht, wie ich auf Pflaume komme. Oder? Weil ich geil finde, dass zwischendurch auch die Soundkulisse, also sprich die Musik, die ich ja deaktiviert hatte, dass sie teilweise wirklich aus den Alien-Filmen auch stammt. Zugriff aufs Terminal. Vorgang nicht gestattet. Nicht gestattet. Sevastopol, hier spricht Weyland Yutani, Verwaltungsleiterin Mina Taylor. Ich bestätige den Empfang ihrer Übertragung. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland Yutani. Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei Ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Waits. Gut. Ja, Geräuschmacher, genau. Ich stelle es gerade einen her mit den ganzen verschiedenen Teilen dazu. Also einmal Ladungspack brauchen wir, einen Sensor brauchen wir und subkutane Impfpistole müssen wir jeweils einmal auswählen. Nach der Aktivierung gibt diese selbstgebaute Vorrichtung einen anhaltenden schrillen Ton von sich, der viel Aufmerksamkeit erregt. Das Gerät aktiviert sich 4 Sekunden nach dieser Platzierung. So, wie schon sagte, sehr nützlich. Können wir den festlegen, basteln, fertig. So, ist vor allem dazu da, um auch wieder Platz im Inventar zu schaffen. Weil wir haben ja gerade gesehen, wir haben eine Maximalkapazität pro Gegenstand. Wofür der Dings hier hin? Ich weiß, ich ziehe jetzt gerade brutalst die Länge hier, aber wie ich schon sagte, dafür tue ich mir den Stress hier auch euch zuliebe an, dass ich ohne Karte spiele. Ich möchte, dass ihr mich leiden hört. Okay. Oh. Ah, okay. Okay. So, hier sind 2 Androiden noch drin, die noch deaktiviert. So, wo ist denn der eine Typ? Oder ist er da hingelaufen vielleicht, dass er quasi Nickerchen macht? Boah, ich will das nicht packen, nicht entdeckt zu werden, ich weiß das. Das ist so eine Karte, boah. Ich weiß, ich klinge jetzt wie ein Jammerlappen, aber es ist doch einfach heftig. Ich speichere nochmal. Danke. So, Freunde. Ja, schon mal viel wert, dass man so oft sterben kann, wie man Bock hat. Das ist schon viel wert. So, jetzt kommt wieder dieses Minispiel. Das habe ich nie verstanden. Ich habe es nie verstanden. Drücken Sie die passende Eingabe, wenn der Schaltkreis aktiv ist. Okay, ja gut. Dann warte ich jetzt, bis der richtige Augenblick gekommen ist. Okay, das war... Okay. Hä? Hey, da war noch irgendwas anderes, das habe ich nie verstanden. Irgendwas war da. Oh, jetzt war auf einmal, habe ich auch nie gemacht. Zack.
war das denn? Was ich nicht verstanden. Irgendwas war da. Das habe ich nie verstanden. Samuels! Sie leben! Ripley hier! Taylor, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir haben es geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation. Direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Seekson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Seekson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel. So. Gut. Wir sehen Bewegung. Das sind dann wohl die beiden Androiden. Die sind jetzt wohl wach. Die haben uns ihrem Schlaf gerissen. Sie sind wahrscheinlich jetzt ein bisschen erbost darüber. Okay, die entfernen sich beide. Ich muss jetzt nur gucken. Ich probiere es mit dem Luftungsschacht. Das Alien scheint nicht in der Nähe zu sein, weil es wäre durch den Lärm schon angelockt worden sonst. Das reagiert sehr empfindlich. Gut, das wisst ihr aus dem Film wahrscheinlich. Das reagiert sehr empfindlich auf Lärm. Kann dafür nicht besonders gut sehen. Aber kann halt riechen und verdammt gut hören. Hallo? Rechts von mir ist was. Es läuft weg. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, verdammte Kacke. Ah, okay, das war das, ja. Das Licht blendet zum Glück kein bisschen. Das kommt mir gerade ehrlich gesagt zu leicht vor. Da vorne ist was. Nee, das ist nicht. Okay, das ist der Rundgang. Das ist was in der Nähe auf jeden Fall. Das ist in dem Raum da links. Oh, da steht einer. Als ob der da stehen bleibt oder sich bewegt. Ihr habt ja vorhin gesehen an Beispiel Use, dass es keinen großen Sinn macht, die anzugreifen. Rumkommen. Verdammt. Ich habe auch keine Karte, Mann. Ich werde in jedem Part darüber meckern. Ich weiß es. Der bleibt da stehen. Ich komme da nicht vorbei. Ich muss hier lang. Und da der nur steht, muss sich hier was bewegen. Hier muss einer sein, der sich bewegt. Da vorne. Der Typ. Das ist anscheinend auch der einzige in dem Raum.
Aber ich registriere nur von da Bewegung. Ich bin so viel am Lahm, weil ich so angespannt bin, sorry. Ich meine, es ist gar nicht gruselig, weil wir anhand des Bewegungsmelders ja wissen, was Sache ist. Da können wir nicht rein. Oh, den Verstecken brauche ich nicht. Ist auch wieder mit Krach verbunden übrigens, nur also als Hinweis. 33 Meter. 35 Meter. Bist du Affe denn? Ja, okay. Okay. Alter. So. Okay, ich weiß, wo wir sind. Das ist schon mal viel wert. Dies ist die Kommunikationszentrale. Ich weiß. Für Sixen-Personal. Danke. So, der Typ. Müssen wir gucken, wo der ist. Ich glaube, der hat seinen Posten anscheinend. Da ist er. Steht er einfach nur da oder bewegt er sich? Er bewegt sich, aber nicht in unsere Richtung. Wobei ich mir nicht so sicher bin. Unter den Tisch. Kannst du da unter den Tisch kehren? Ich glaube, von dem geht keine Gefahr aus. Gut. Ich habe ganz trockenen Mund. Oh, da ist einer! Da ist noch ein Ladungspack. Oh, shit. Lauf bitte nicht. Kreuz bitte nicht auf den Weg. Ich muss mal kurz das aufnehmen hier. So. So. Merkwürdig, was? Hat er mich gesehen? Nee, ist weit weg. Natürlich gewagt, was ich hier mache, aber sehr gut. Speichern bitte. So. Okay. Das haben wir schon mal. Oh, ich bin so angespannt, Leute. Ich will die scheiß Trophäe haben. Das entdeckt werden an sich nicht schlimmer, kann ja abhauen von den Typen. Die sind ja nicht so schnell, hat man ja gesehen. Aber wenn ich das schon mache, dann ist man natürlich gar nicht entdeckt zu werden, logisch. Und wie gesagt, wenn da eine Trophäe hintersteckt, sage ich sowieso nicht nein. Er kennt mich. Wenn er mich nicht kennt, dann wisst ihr das jetzt. So, durch die Tür da vorne gehen wäre nicht schlau, weil dann der eine sich ja da befindet. Ach, das war ja die Kacke, genau. Nee, geh mal lieber den Weg, der ist sicherer. Vermeintlich. Man weiß nicht, wo das Alien ist. Ob sie vielleicht doch auftaucht. Wie gesagt, da kann ich nichts spoilern oder verraten, weil ich selbst nicht weiß. Okay. Ich muss wieder rauskommen. Ich muss nämlich auch mal den Part beenden. Langsam. Ich muss nämlich mal auf die Toilette. Nein, ich scheiße mich nicht ein. Ich muss mal Pipi machen. Okay, hier. Seht ihr das? Ja. Luftschacht. Und dabei schön hier, ne? Schön das Gesabbere. Hat er uns gesehen? Ach, das war der Typ. Das war der. Der da stand. Okay.
die wir schon mal geschwätzt haben. Ich sag, wenn die uns sehen, ist nicht schlimm, die dürfen uns nur nicht angreifen. Das war halt der, mit dem wir geschwätzt haben. Ah, jetzt raff ich das auch. Nee, der ist noch nicht. Aber der ernährt sich doch was. Oder ist er hier mit drin? Ich krieg Panik, Leute. Er geht weg. Aber das ist das Alien, das weiß ich jetzt nicht. Alien ist ja da. Ja. Oh. Das Alien ist ja auch da. Ihr habt ja das Gesabbere gesehen aus dem Lüftungsschacht. Zum Glück habe ich darauf geachtet, weil ich bin nämlich schon mal verreckt. Speichern. Gefahr ist nah. Ist mir egal. So. Leute, ich bin jetzt im Part. Und beim nächsten Mal gucken wir dann, ob wir da unbeschadet aus diesem schönen Bereich rauskommen. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.